Konnichiwa, liebe Nakamas, und herzlich willkommen wieder bei Alter Ihr und Wir. Hier wieder mit euren guten Alter Ihr, heute wieder mit Pokémon Go, weil es gibt wieder was Neues. Deoxys, der neue X-Raid-Boss, ist am Start. Und dieses Video widme ich heute der lieben Latete Nyor, weil immerhin habe ich es ihr zu verdanken durch ihre X-Raid-Einladung, die sie mir geschickt hat, weil ich leider keinen X-Raid-Pass bekommen habe, dass ich mit an diesen X-Raid teilnehmen kann. Daher nochmal ganz vielen lieben Dank, Mann, dass du mir geholfen hast. Echt super von dir. Beim nächsten Mal revanchiere ich mich auf jeden Fall auch mit bei dir. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir doch auch gleich mal mit den Raid. So, und da sind wir auch schon hier am MSV in Berlin. Und da schlüpft auch schon unser Deoxys, unser neuer X-Raid-Boss. Nachdem nun Niantic nun endlich das neue legendäre Pokémon aus der Höhenregion nun auch in Pokémon Go eingeführt hat. Natürlich nochmal ganz großes Danke mit an Latete Nyor dafür, dass er mir ihren X-Raid-Pass mitgeschenkt hat, beziehungsweise mir eine Einladung geschickt hat, sonst wäre dies hier natürlich gar nicht erst möglich gewesen. Ja, da haben wir auch schon unseren Deoxys. Bin mal sehr gespannt, wie der Raid hier am Ende wird, wie stark das Pokémon natürlich auch ist. Sagen wir, waren auch eine ganze Menge gewesen, die eine Einladung am MSV auch erhalten haben. Im Endeffekt haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Ein Lager für ein Team Blau und ein Lager mit Team Rot und ein paar Gelbe noch mit dazu. Team Gelb waren nicht so häufig vertreten, aber dafür immerhin, wie ich, Team Rot, waren einige mit am Start und auch ein paar Leute, mit denen ich auch schon gut befreundet bin. Ja, Despotar ist hier definitiv hier unser Mann, mit denen das Ganze hier auf jeden Fall zu schaffen ist, mit Biss und Knoscher, da Deoxys ja ein Psycho-Pokémon ist. Und da geht der Kampf auch schon los. Wir waren ja auch immerhin eine ganze Menge mit gewesen, von daher sollte der Kampf hier definitiv sowieso nicht allzu lange dauern. Und Deoxys ist jetzt auch im X-Raid nicht so stark, war ja Mewtwo zum Teil auch nicht gewesen, nur jetzt erst wieder in den Raid-Kämpfen ist Mewtwo wesentlich stärker. Ja, nachdem wir natürlich auch endlich jetzt Deoxys als Pokémon mit in Pokémon Go haben, bin ich schon mal sehr gespannt, wann dann auch Shirashi kommen wird. Ich vermute ganz stark, dass Shirashi nächstes Jahr dann 2019 die neue Feldforschungsaufgabe sein wird, nachdem er jetzt ja nur Mew und Celebi hatten, müsste er jetzt nun als drittes für die Höhenregion dann Jirachi kommen, das Glücks-Pokémon. Da bin ich mal schon sehr gespannt drauf, freue ich mich auf jeden Fall auch, dann hätten wir dann auch mit das letzte legendäre Pokémon aus der Höhenregion. Und das war's auch schon gewesen, da ist Deoxys auch schon besiegt. Ich sag ja, hat nicht allzu lange gedauert. Freundesbonus gibt's gerade, ordentlich Items. Kann man nicht klagen. So, XP natürlich, immer her damit. Ja, die Arena war natürlich Team Rot, da gab es natürlich auch etwas mehr Bälle. 12 Stück sollte zum Fang von Deoxys ordentlich reichen. So, und ich zähle so die WP durch, 1570. Ich dachte, ist aber ganz schön hoch, muss ich mal sagen. Erstmal goldene Beere rein und einen ordentlichen gezielten Wurf und zack, Catch. Und er wackelt, 1, 2, 3 und down, yay, there we go. Deoxys ist drinnen und ein neuer Eintrag für den Pokédex. Und ja, meine Lieben, ich habe echt nicht schlecht getan, nachdem ich dann die Werte durchgegangen. Deoxys ist ein 100%iges Pokémon. Mein erstes Pokémon, mein erster Raid mit Deoxys und dann gleich 100%, weil 1570 sind nämlich 100% ohne Wetterboost. Da war ich natürlich echt aus den Häuschen und sehr dankbar, dass ich diesen Raid mitmachen konnte und Deoxys mitgefangen habe und dann gleich noch ein neues 100%iges Pokémon. Ja, das nenne ich doch mal wieder einen kleinen Meilenstein neben meinen ersten 1 Million Sternstaub, die ich dann schon gesammelt habe. Ja, wie gesagt, nochmal ganz vielen lieben Dank an die liebe Latete Nyor dafür, dass sie ihren Pass mir geschenkt hat, dass ich hiermit mitmachen konnte an den X-Raid. Wenn beim nächsten Mal ich auch wieder mal einen Pass bekommen haben sollte und sie nicht, dann ist definitiv klar, wird sie auch eine Einladung von mir bekommen.
Ja, meine lieben Pokémon-Freunde und Nagamas da draußen, das war's auch schon von diesem Video. Ich bin happy, ein Deoxys, 100%. Mal sehen, was beim nächsten Mal noch alles so kommt. Fehlt eigentlich jetzt nur noch Mewtwo, 100%. Noch laufen ja noch die Raids. Mal sehen, was im Oktober da noch alle so auf uns zukommen. Dann gegen 20. rum wechseln ja dann auch die Raids wieder. Vielleicht haben ja dann so jetzt, nachdem wir nun jetzt Deoxys als X-Raid haben, vielleicht kommt ja Rayquaza als neuer Tier 5 Raid-Boss. Wäre doch ganz praktisch, Rayquaza auch mal wieder im Spiel zu haben. Besonders mir fehlt Rayquaza ja halt noch. Konnte ich damals nicht mitnehmen. Aber lassen wir uns überraschen. Von diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch da draußen jetzt allen noch einen schönen Feiertag, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Deutsche Einheit haben wir ja heute, der 3. Oktober. Ansonsten euch noch eine schöne restliche Woche. Lasst es euch wie immer gut gehen. In diesem Sinne, das war Alter Ihr und Wir mit euren Alter Ihr. Wir, meine Lieben, das seid ihr da draußen und gemeinsam sind wir hier in Pokémon Go mit Deoxys. Und von daher bleibt mir nur noch wie immer zu sagen, see you later, Alligator, und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter Ihr und Wir.